Ja, liebes Publikum, ich begrüße euch alle, ich begrüße Sie alle hier in diesen heiligen Hallen. Es ist ja wirklich das Zentrum der Neustadt. Und ich begrüße auch alle Politiker und Politikerinnen, die gekommen sind. Und mein Name ist Martin Schulte-Wissermann und wurde gebeten, dass alle hier sagen, welcher Partei, wie alt und welchen Beruf sie haben. Na gut, dann mache ich das jetzt. Also ich bin Pirat, so sieht ein Pirat aus. Ich bin 48 Jahre alt und bin Physiker. So, damit ich jetzt nicht alle vorstellen muss, heute soll es ja auch schnell gehen, wird jetzt jeder, der hier sitzt, gebeten, sich kurz vorzustellen. Also bitte Name, Partei, Alter, Beruf. Bitte, Vincent Briefs. Genau, Vincent Briefs für die SPD, Schallum Stadtrat und Spitzenkandidat, 31 Jahre alt und Geschäftsführer von einem Verein, der politische Jugendbildungsarbeit macht. Sabine Friedel, 45 Jahre alt, Beruf, bin Mitglied im Sächsischen Landtag und dafür Schule und Bildung zuständig und auch in der SPD. Benita Horst, 40 Jahre alt, Mitglied der FDP und hier im Stadtbezirksbeirat tätig und ich bin Freiheitskämpferin und Projektkauffrau. Christian Hille, 31 Jahre alt, ich trete für das Bündnis Freie Bürger an, habe noch kein politisches Amt und bin Justiziar- und Datenschutzbeauftragter. Ich bin Charlotte Brock von der Partei und habe weder einen fancy Beruf noch ein fancy Hobby, noch bin ich fancy Vorstand. Okay. Max Aschenbach, auch von der Partei, die Partei, was war noch? 34. Hast du einen Beruf? Jawohl, Diplomkünstler. Ich heiße Magnus Hecht, ich glaube, ich bin 47 Jahre alt und ich habe folgende Berufe. Ich bin Regionalkoordinator für die Flüchtlings- und Sozialarbeit in Dresdner Norden. Ich arbeite für einen Landtagsabgeordneten und ich bin freiberuflicher Kulturberater. Ich bin Caroline Lenz, ich bin Linke. Ach so, und ich bin natürlich bei den Linken. Hätte ich auch nicht gesagt. Ich bin Caroline Lenz, ich bin auch bei den Linken, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Studentin. Ich bin Ulla Wacker, ich bin bei den Grünen, ich bin 47 Jahre alt, ich bin gelernte Steinbildhauerin, abgebrochene Sozialpädagogin und Diplom-Kulturmanagerin und ich leite das Stadthaus und das BRN-Büro. Ich bin Tina Siebeneicher, auch von den Grünen, bin derzeit Stadträtin und Spitzenkandidatin hier in der Neustadt und arbeite als parlamentarische Beraterin für die Bereiche Gesundheit und Sozialpolitik, bin 35 Jahre alt. Ich bin Johannes Albers-Peinke bei der CDU. Ich bin von Beruf Co-Geschäftsführer meiner eigenen Familienfirma und habe ich was vergessen? Malte? 28 Jahre alt. Hans-Jürgen Rosch, kurz Hans, 30 Jahre alt, auch bei der CDU und mache Interessensvertretung für ein großes rotes Telekommunikationsunternehmen. Mein Name ist Jan Posnick, ich bin auf Platz Listenplatz 1 für den Stadtbezirksbeiratswahl in der Neustadt. Ich bin Kulturmanager, Musiker und Informatiker, bin 34 Jahre alt. So, wir machen das ja hier nicht nur aus Jux und Dollerei. Alles, was die Piraten machen, hat auch irgendeinen politischen Hintergrund. Heute, abgesehen davon, dass wir uns alle unterhalten über die Neustadtpolitik und in zwei Wochen sind, weniger als zwei Wochen sind ja Wahlen, geht es darum, man sieht hier die Kameras, wir nehmen also diese Veranstaltung auf, da muss man sich darüber bewusst sein und wir werden es dann morgen zusammenschneiden und quasi allen Parteien hier zur freien Verfügung stellen, damit die dann damit machen können, was sie wollen. Das ist nämlich sozusagen unser edukativer Beitrag, um auf freies Wissen und auf freie Copyright-Filme hinzuweisen. So viel von mir, also denkt dran, wenn ihr jetzt hier reinbrüllt oder so, es wird aufgenommen und kommt dann wahrscheinlich irgendwann irgendwo bei YouTube. Heute ist eine wirklich schöne, also wir werden probieren, dass es ein sehr, sehr schönes Format wird und ich übergebe jetzt an den Mann, Jan Kossig, der die Spielregeln erklären wird. Genau, weil wir heute so viele sind und weil wir langatmige Podiumsdiskussionen überhaupt nicht mögen, wird es heute sehr schnell gehen, dafür haben wir uns folgende Spielregeln ausgedacht. Erstens ist hier nach 90 Minuten Schluss. Das heißt, was wir bis dahin nicht geschafft haben, wird im Anschluss, kann gerne direkt im direkten Gespräch besprochen werden.
Genau, bleibt gerne noch hier, direkte Gespräche, es gibt auch Bier, Wein und alkoholfreie Getränke. Die zweite Regel ist, pro Frage hat jede Partei nur 60 Sekunden Zeit zu antworten. Da heißt es sich schnell entscheiden, denn der Buzzer ist unerbittlich. Um die Zeit ablesen zu können, gibt es diese schöne Zeitleiste. Und der Spielleiter wird überwachen, dass das auch alles seine Richtigkeit hat. Und damit es nicht ganz so langweilig wird und Leute nur immer erzählen, gibt es noch drei Aktionskarten. Die eine Aktionskarte ist die Zeit verdoppeln. Jede Partei hat drei davon, nicht jeder Mensch, jede Partei. Zeit verdoppeln kann man einmal einsetzen und sollte man schon, während man redet und man merkt, oh, ich brauche länger als eine Minute, hochheben, dann weiß der Spielleiter Bescheid, okay, redet nochmal eine Minute länger. Ihr könnt sie aber nur einmal einsetzen, ganz wichtig. Und das wird dann wieder, man kann es sehen. Ja. Dann gibt es die Konterkarte, das ist die rote. Das heißt, wenn ihr merkt, oh, da redet jemand aber ganz schön viel Mist, da muss ich jetzt was zu sagen, könnt ihr die Konterkarte heben und seid direkt danach dran und könnt darauf nochmal 60 Sekunden lang antworten und das richtigstellen. Auch diese dürft ihr nur einmal verwenden pro Partei, also setzt sie weise ein. Und die letzte ist die Nachfragekarte, das ist die grüne. Das heißt, wenn ihr eure Kontrahenten ins Schlingern bringen wollt, dann zückt ihr die Fragekarte, stellt denen eine Frage und die haben 30 Sekunden Zeit, nochmal auf diese Frage zu antworten. Kriegt der Spielleiter jedoch mit, dass ihr keine Frage stellt, sondern labern wollt, dann kommt der Buzzer und eure Fragekarte ist verwirkt. Auch die könnt ihr nur einmal einsetzen. So. Nun freut es mich, den Spielleiter des Abends endlich vorzustellen. Er ist der Meister Ora der Zeitleiste und der Mann mit dem schnellen Finger am Wasser, Tim Haupt. Nur als Zusatzinformation zur Zeitleiste, die kann nämlich nur 1 Minute und 2 Minuten. Das heißt, bei den Antworten, sobald das Ding gelb wird, ist die Zeit schon um. Ja? Also nur im Poolbereich könnt ihr sozusagen auf die Frage antworten. So, jetzt schönen guten Abend. Ich werde praktisch den Abend leiten. Meine Aufgabe besteht darin, euch die Fragen prima vorzulesen und zu sagen, was als nächstes dran ist und euch im Zweifelsfall eben per Buzzer zu stoppen. Pluspunkte gibt es für diejenigen, die natürlich weniger als 1 Minute brauchen, also den Buzzer nicht benötigen. Insgesamt haben wir 7 Fragen vorbereitet, wobei halt 6 praktisch die normalen Fragen mit normalem Ablauf sind. Kommen wir zur Abschlussfrage. Kennt man ja. So, kommen wir zur ersten Frage. Momentan gibt es viele Diskussionen rund um die zukünftige Ausgestaltung des Verkehrs hier in Dresden und auch in der Neustadt. Auch sind ja einige heiß umstrittene Entscheidungen in letzter Zeit getroffen worden, Stichwort Albertstraße und auch Lärmaktionsplan. Welche Ideen habt ihr für den zukünftigen Verkehr in der Neustadt? Wir fangen an mit der FDP. Ja, die FDP spricht sich für gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer aus, das dürfte nicht überraschend sein. Weil ja jetzt in letzter Zeit sonst wie viele Ideen kommen, da mal was einspurig, dort was einspurig machen, ist eigentlich aus Neustädter Sicht dringend geboten, mal ein Gesamtkonzept über Große Meißnerstraße, Albertstraße, Knotenpunkt um den Neustädter Bahnhof zu machen. Und statt immer nur im Lärmaktionsplan wird das gefordert, dann kommt die Albertstraßendiskussion. Also um eben halt diese ganzen losgelösten Diskussionen mal zu bündeln. Bin ich jetzt durch? Ja. Sind es noch 30 Sekunden? Ja. Okay. Ich bin für alle da. Weiter geht's mit der SPD. Ja, also wir setzen uns, was sicherlich für die Neustadt vor allen Dingen relevant ist, für eine teilweise autofreie Neustadt ein. Gerade wenn wir über die Luisenstraße und die Alaunstraße reden, können wir uns das sehr gut vorstellen. Da haben wir auf den Straßen so wenig Platz, dass man sich entscheiden muss, welche Verkehrsteilnehmer dort tatsächlich fahren und laufen dürfen. Wir glauben, dass das Verträglichste für diesen Stadtteil wäre, die Autos an dieser Stelle rauszuschmeißen. Ansonsten setzen wir uns vor allen Dingen dafür ein, dass wir mit unserem ÖPNV in dieser Stadt vorankommen. Das Stadtbahn 2020-Projekt, vor allen Dingen mit den 2 neuen Straßenbahnlinien, die wir für Dresden planen, aber durchaus auch mit einer Taktverdichtung, sind für uns prioritär und das gilt für uns auch, wenn wir Straßen neu bauen oder Straßen sanieren. Dort muss es aus unserer Sicht immer eine Verbesserung und eine Verschnellerung für den ÖPNV geben. Weiter geht es mit der Linken. Ja, wir setzen uns dafür ein, dass endlich dieser Fokus auf die Privatwagen aufhört. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen unseren Blick mehr auf Fahrräder, auf ÖPNV richten und wir setzen uns hier ganz klar für die komplett autofreie äußere Neustadt ein.
Da können wir zum Beispiel mit der Luisenstraße anfangen und dann schrittweise das Ganze ausbauen. Wir wollen Fahrradwege ausbauen und sicherer machen, ein breiteres Fahrradnetz haben und eben für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden sorgen. Und wie gesagt, diesen Fokus auf den Privatwagen, der ist einfach nicht mehr zeitgerecht, damit müssen wir aufhören. Und die Partei? Die Partei, ich habe heute die Fragen für Fridays for Future beantwortet, da habe ich geschrieben, dass wir nur noch Einbahnstraßen machen, und zwar aus der Stadt raus. Die Neustadt kann erstmal weiter. Vera. Ja, auch wir setzen uns für das Konzept der autofreien Neustadt ein. Das gehört auf die Domain autofreie-neustadt.de, wie es so gerade sein soll. Wir haben noch schon ein bisschen weiter gedacht, wir würden das schrittweise machen. Zuerst mal das Anwohnerparken als solches nur noch erlauben, den Durchgangsverkehr so weit wie möglich minimieren und einschränken, durch intelligente Verkehrsführung, zeitweise fordert, aber immer den Lieferverkehr natürlich beachten, den wir brauchen in der Neustadt. Wir wollen schauen, dass die Gastro ihre Stühle auf die Straße stellen kann, damit die Gehwege wieder frei sind für Kinderwegen, Rollstuhlfahrer etc. Und wenn wir aber den Autoverkehr so einschränken und damit die Mobilität quasi in den Rand der Neustadt drängen, also den motorisierten Individualverkehr in den Rand der Neustadt, brauchen wir Ausweichmöglichkeiten. Da haben wir uns gedacht, dass Quartierbusse, die das Quartier erschließen, eigentlich die beste Lösung mit sind. Nebenbei, wenn ich noch Zeit habe, sind Radbügel, Lastenfahrräder und alles Ähnliche, was dem Radverkehr zu friedlich kommt, das Beste, was man haben kann. Die Freien Bürger? Wir sind auch der Meinung, dass man in der Neustadt ist kein Durchgangsverkehr eigentlich und dass wir hier schrittweise vorgehen sollten, indem wir zuerst nur Anwohnern sozusagen das Parken erlauben. Außerdem muss man beachten, dass gerade jetzt, wenn die Luisenstraße, die ja saniert werden muss, weiter, dass man die nicht saniert auf den jetzigen Stand, sondern dass man guckt, wie sieht denn der Verkehr hier in vielleicht 20 Jahren aus, dass man da mehr Platz tatsächlich für Radfahrer und auch Gehwege macht. Weiterhin sind wir dafür, oder bin ich dafür, dass wir sichere Radwege brauchen. Dazu gehört für mich auch eine Schneise von hier aus, vom Albertplatz bis hoch an den Campus. Und deswegen vorne zum Beispiel die Albertstraße, da wird ein großer Fahrradweg hin. Hier geht es mit der CDU. Wir möchten natürlich das komplette Straßennetz jetzt zu Stadtautobahnen ausbauen. Nein, natürlich nicht. Da gibt es intern so ein bisschen Amtüberlegungen. Vieles Gutes hier mit dabei gewesen. Ich sage aber, autofrei ist immer schwierig für Familien, wenn du entsprechend Kinder, Einkäufe, was auch immer du transportieren möchtest. Deshalb ist so ganz ohne Auto schwierig. Wenn wir uns die Luisenstraße angucken, also den vorderen Bereich, der gerade im Stand saniert wurde, ist das schon mal viel wert, wenn die Straßen ohne Schlaglöcher sind, wenn man kein Kopfsteinpflaster hat, wenn man vernünftige Bürgersteige hat, dann kommt man mit dem Fahrrad schon mal gut durch, dann muss man mit dem Fahrrad nicht auf den Bürgersteig, dann hat man da nicht den Konflikt zwischen Fahrradfahrern, Autofahrern, Fahrradfahrern, Fußgängern, Kinderwegen. Also wenn man das erstmal hinbekommt, das im Bestand zu sanieren, was glaube ich lange genug dauert, ist das viel wert. Und über die Verkehrsführung nachher, Einbahnstraßen und so, kann man sich das nochmal genauer angucken. Und Königsbrück, da muss man immer noch dran denken, dass das eine vernünftige Nord-Süd-Tangente ist, wo einigermaßen Verkehr durch oder viel durchläuft und das nicht entsprechend reduzieren kann. Die Grünen? Nein, eine Jetzt. Wir Grünen sprechen uns im Wahlprogramm auch für eine autofreie Neustadt das Leitbild aus. Wir wollen aber Stück für Stück gucken, wie das machbar ist. Wir wollen vor allem ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren haben. Wir merken, es gibt ein großes Interesse daran, hier weniger Lärm zu haben, auch Verkehrssicherheit für andere Verkehrsteilnehmer. Und wir möchten aber schon gucken, wo ist ein Anfang sinnvoll. Für uns ist es auch die Luisenstraße. Derzeit läuft eine große Petition, die auch viel Zuspruch hatte und die jetzt auch den Stadtrat beschäftigen wird. Außerdem ist für uns immer die Frage, nicht nur Autos aus der Neustadt rauszukriegen, sondern was machen wir mit dem Platz, der dadurch gewonnen wird. Wir wollen mehr Grün zum Beispiel auch auf einer Luisenstraße ermöglichen, mehr Sitzgelegenheiten und das zu einer Flaniermeile ausbauen. Und davon abgesehen ist es uns aber auch wichtig, Tempo 30 mitzudenken, mehr Radwege mitzudenken und auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen, wie sie sich den Straßenraum zurückholen wollen. Und gerade entlang dieser Schneise hier merkt man, es gibt viele Kinder- und Jugendhäuser, die sollten sich nicht mehr. So,
Weiter geht es jetzt mit der zweiten Frage. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Verkehr und konzentrieren uns jetzt auf die Stadtentwicklung. Die Königsbrücker Straße soll ja nach der Variante 8.7 in Teilen vierspurig ausgebaut werden. Dafür sollen noch einige Bäume fallen. Es gab viel hin und her. Und deshalb, wie ist denn Ihre Position zur Königsbrücke? Wie geht es weiter? Wir fangen an mit dem Piraten. Jo. Seit 2009 ungefähr kämpfe ich schon mit der Bürgerinitiative Königsbrücke aufs Leben dafür, dass wir eine schöne Königsbrücke, eine funktionierende Königsbrücke, aber eine als Stadt funktionierende, also als für uns Menschen funktionierende Königsbrücke, dafür kämpfe ich. Und im Gegensatz zur CDU und zu den, ehrlich gesagt, allen anderen Parteien, die hier sitzen, außer der Partei vielleicht, die Königsbrücke ist heute keine Durchgangsstraße mehr. Sie braucht keine Funktion als Durchgangsstraße. Und sie muss nicht ausgebaut werden. Die Piraten sind glasklar dafür, die Königsbrücke in Bestand zu sanieren. Also so, wie sie heute ist, nur alles hübsch machen. Und dann haben wir nämlich auch die schönen, breiten Außenbereiche, wo dann Radbügel draufpassen und so weiter und so fort. 5.000 Leute haben dafür eine Eingabe gemacht, per Sammeleingabe. 3.000 Leute haben das als einzelne Eingabe gemacht. Und ich finde, das muss man ernst nehmen. Wie kommt man denn vom Flughafen zum Stadtzentrum? Na, über die Waldschlösschenbrücke, über die Hansastraße, die S-Bahn. Wir können das ganz relativ kurz machen. Ich bin auch dafür, dass wir die im Bestand sanieren, weil wir brauchen dort keine Schneise, die zum Beispiel auch die Neustadt vom Hecht komplett trennt, sondern wir brauchen eher, dass diese Viertel zusammenwachsen und dass es dort mehr Raum gibt, um Austausch zu haben. Das war es schon dazu. Okay, weiter geht's mit der Grünen. Ja, bei der Königsbrücker Straße, die derzeit in Planung ist und umgesetzt wird, hoffentlich geht es darum, allen Verkehrsteilnehmern einen Platz zu geben und trotzdem in den Dimensionen zu bleiben, dass es eine lebenswerte Straße ist. Und das heißt, dass sie jetzt so schmal wie irgend möglich, aber genehmigungsfähig ausgebaut und geplant wird. Und das heißt aber auch, dass es ist eine Straße, die doch, auch wenn uns das nicht so vorkommt, doch wichtig ist für die Stadt Dresden und da muss der ÖPNV gestärkt werden auf der Straße und es muss auch Raum bleiben für uns Anwohner. Und da sieht die Planung vor, dass Plätze geschaffen werden, dass Orte geschaffen werden, dass Grün geschaffen wird und das ist wichtig. Natürlich fallen Bäume, das wissen wir und das ist auch die Trauer, die wir dabei tragen. Aber das ist ein Kompromiss, der beschlossen wurde und der wird von uns mitgetragen. Eine Nachfrage. Auf der Königsbrücke fahren nur 13.000 Autos in der Mitte und wenn wir jetzt ein bisschen runterdrehen könnten, dann braucht man die gar nicht ausbauen. Warum muss man diese Baumallee abhacken, die ganze Baumallee fällt? Warum muss man das machen? Damit der ÖPNV dort oben an dieser Stelle eine Trasse bekommt und der soll begrünt werden, ja, eine eigene Fahrbahn, eine eigene, das ist tatsächlich wirklich notwendig an der Stelle. So, ich hätte gerne okay, Pause auf Fußball. War schon knapp an der Aussage. Ich bin so ordentlich schlimm, weil ich bin so witzig. Okay, weiter geht's mit, jetzt war gerade Grüne dran, FDP. Genau. Im letzten Kommunalwahlkampf habe ich mich auch noch für eine bestandsnahe Sanierung ausgesprochen. Das geht nun mal leider nicht. Unterdessen ist das Märchen um die Königsbrücke so eine lange und das Leid der Anwohner, auch vor allen Dingen der Anwohner aus dem Dresdner Norden, ist so groß. Unterdessen ist mir fast egal, wie sie aussieht. Mir geht es jetzt nur noch darum, machen, machen, machen. Und die jetzt beschlossene Variante ist eine beschlossene Variante mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün. Daher, aber selbst das würde ich unterdessen jetzt mittragen und nicht nochmal wieder von vorne anfangen, sondern einfach endlich mal genau umsetzen. So, weiter geht es mit der SPD. Also wir finden, der gefundene Kompromiss ist ein Kompromiss, aber es ist ein guter
Kompromiss, der sowohl dafür sorgt, dass diese Straße so schmal wie möglich wird, aber eben auch so breit wie nötig und trotzdem genehmigungsfähig bleibt. Ich glaube, wir haben gerade für den sehr neustadtnahen und innerstädtischen Teil zwischen der Luisenstraße und dem Bischofsweg eine sehr sinnvolle Lösung gefunden, dass dort die Straßenbahn vorne wegfährt und die Autos auf derselben Spur dahinter und eben nicht daneben fahren. Ich teile aber die Einschätzung, dass um eben tatsächlich auch eine Verbesserung für den ÖPNV, für die Straßenbahnlinien hinzubekommen, wir in dem Teil nördlich und im Teil südlich davon ein eigenes Gleisbett für die Straßenbahn sinnvoll ist und die Autos sozusagen dann da daneben fahren, weil dann eben die Straßenbahn ungestört und unabhängig von irgendwelchen möglichen Autostaus oder nicht durchkommen, pünktlich sind und ein gutes Angebot für die Leute auch aus der Neustadt sind. Gut, dann geht es weiter mit der CDU. Also ich muss mich der Aussage anschließen, die beschlossene Variante ist eine beschlossene Variante und insofern sie jetzt nicht von der Landesdirektion zurückkommt, wollen wir auch daran nichts mehr verändern. Wenn es zurückkommt, werden wir wieder versuchen, etwas zu ermöglichen, die weitere Fahrbahn. Ansonsten, das ist meine persönliche Position am Ende, dass der ÖPNV und der Autoverkehr letztendlich die Straße auch mit der neuen Variante überlasten wird und wir eine noch extremere Version, möglicherweise die allererste U-Bahn in vielleicht 20 Jahren durchsetzen müssen, damit tatsächlich Platz für alles ist. Gut, weiter geht's. Okay, da kann die Partei gleich weitermachen. Ja, wir haben es schon vor Jahren auf Plakate gedruckt. Scheint mir auch der einzige Ausweg. Dann müssen die Grünen nicht um Bäume weinen. Die SPD muss keine Kompromisse mit der FDP machen. Man muss es nicht sanieren und auch nicht bestandsnah. Und es ist sogar mit dem jetzigen Beschluss, der getroffen wurde, schon vereinbar, dass die Königsbrücke einfach zur Spielstraße wird. Und als letztes noch hier die Linke. Ja, der Beschluss ist ein guter Kompromiss. Ansonsten bleibe ich dabei, dass wir den Fokus nicht mehr auf den Privatbahnen legen dürfen. Das heißt, Fahrbahnen oder Fahrsparen für Autos nicht ausbauen, sondern breite Regie- und Radwege schaffen und den ÖPNV stärken. Das war's. So, weiter geht's in der dritten Frage. Das Stadtteilfest Unterrepublik Neustadt ist europaweit bekannt und wird doch manchmal stiefmütterlich von der Stadtverwaltung behandelt. Nach Versuchen der Schwarze Runde, die Stadt zu unterstützen, gibt es nun das BRM-Büro, was gute Arbeit leistet. Dennoch gibt es immer wieder Schwierigkeiten beim Anmeldung frühzeitig zu bescheiden oder es kommt zu Unmut der Veranstaltenden durch das Sicherheitskonzept. Wo seht ihr die Zukunft der Bundesrepublik Neustadt? Wir fangen mit der Linken. Also ich hatte mir da auch schon mal Gedanken gemacht, ich bin ja auch der Vorsitzende der Scheune, wir haben also mit der BRM doch einiges zu tun. Und das, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, ist ja schon mal sehr gut, ein Inselkonzept, also Sammelanmeldungen, die für alle also einfacher zu handeln sind. Dazu wollen wir unbedingt ein Pfandkonzept, das ist sozusagen eines der großen Ziele, die Müllreduktion auf dem Fest. Und das ein bisschen ins Verträgliche, wieder ins stark Nachbarschaftliche rüberführen, durch verschiedene Konzepte, zum Beispiel die BRM auch zu einem Straßenkunstfestival etwas weiter zu entwickeln, wo vor allen Dingen regionale Künstlerinnen und Künstler Unterstützung finden und Auftrittsmöglichkeiten. Die Sache mit der Stadtverwaltung würde ich am liebsten mit einer Satzung regeln, mit einer BRM-Satzung, mit der man all diese speziellen Fragen, die die BRM angeht, sehr neustädtisch dann regeln kann. Gut, dann geht es weiter mit der Grünen Partei in Ja, das ist jetzt für mich ein Heimspiel. BRM-Büro, das leite ich. Und ich stehe da natürlich für genau diese Konstruktion der BRM, sprich, die BRM wird von uns gemacht und dafür ist die derzeitige sagen wir mal, Lösung, dass wir in der Kooperation mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, die einzig für mich machbare Lösung, weil das die Basis bietet, dass wir tatsächlich alle zum Zuge kommen. Wenn wir jetzt die BRM aus der Hand geben, an eine Agentur geben, dann wäre es nicht mehr unsere BRM.
Und tatsächlich müssen wir mit der Stadtverwaltung einen Kompromiss finden und wir müssen sie ins Boot holen. Und das ist eine große Arbeit und da ist die Satzung, der Satzungsvorschlag ein guter Ansatz und den unterstützen wir daher mit groß. Weiter geht's mit der CDU. Was Ola gerade schon gesagt hat in die Richtung, ich weiß nicht, aus wessen Mund es damals kam, eine schwache Runde, aber auf jeden Fall ist die BN halt ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs, dass einfach zu viele Leute Bock drauf haben. Aber jetzt auch mit dem BRN-Büro, das fand ich gar nicht so cool, weil den Charakter der BRN ja auch ausgemacht hat, weil das ist aus dem Drittel organisiert wurde von der Schwafelrunde. Wenn man das jetzt weiterdenkt mit BRN-Büro, dann kann man das nachher auch Zastro und Zastro oder Schröder-Event ausrichten lassen. Dann hat man Radeberger Stand an Radeberger Stand und das ist, glaube ich, dem ursprünglichen Gedanken nicht mehr so nahe. Daher gerne wieder weiter zurück in Bürgerhand und genau, und halt auch schauen, dass man das entsprechend weniger mit Müll und Lautstärke und entsprechend vertragen kann, sondern wirklich wieder dieses Kleinkunstfestival, was es mal war, und dementsprechend ein bisschen BRN rückbauen. Dann geht's weiter mit dir, ja. Als Veranstalter und Musiker auf der BRN muss ich sagen, das ist ein geniales Stadtteilfest, weil es so dezentral organisiert ist. Man hat auch viele Möglichkeiten zu spielen, auch als junge Bands. Es ist einfach auch eine Förderung von jungen Bands, die sich da einfach mal hinstellen können und spielen können. Insofern ist es immer wieder hässlich und schwierig, wenn die Stadt dort mit dem Bescheiden, dass man dort was machen kann, so spät nachkommt, weil man dann nicht planen kann. Man hat schon Bands eingeladen, dann geht das alles doch nicht. Insofern freue ich mich da voll dem, was Magnus und Ulla sagen, dass die BRN-Satzung, eine Stadtsatzung, die das Ganze regelt, der beste Weg ist, auf jeden Fall kein Gesamtveranstalter, sonst wird es Fantastische Sache oder wer auch immer, oder Schröder oder noch irgendjemand anderes. Ich bin dafür, lasst die BRN das, was sie mal war, nämlich autonom, anarchistisch und bunt. Kotter von der CDU. Muss es gleich in eine Satzung haben, also das ist doch wieder so der Punkt, hast du wieder ist in etwas reingegossen oder so, was wieder größer wird, als es irgendwie sein sollte oder was auch immer, muss man das immer gleich als Gesetz mitregeln, da gibt es doch ganz andere Möglichkeiten, das irgendwie vernünftig zu regeln. Weil natürlich, die Stadt lässt sich da noch ein bisschen Zeit und mit den Genehmigungen, das ist alles sehr in Ordnung, aber ich denke, die Stadt hat dann in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass an sich ein Interesse mit da ist, auch viele entgegenkommen, die mit dabei waren und ich denke, da kann man das auch weiter konstruktiv mit Regeln. Und man bleibt auch an sich auch eine gute Runde, die da entsprechend auch Lust hat, das hinzubekommen. Und deshalb wäre mein Vorschlag da entsprechend, das ohne Satzung zu regeln. Tatsächlich ist das Problem größer. Das haben wir auch bei der Straßenmusik gesehen. Die Sondernutzungssatzung ist nicht dafür ausgelegt, Straßenfeste oder Straßenkunst- oder Straßenfestivals auszulegen. Insofern braucht es natürlich etwas, was bei der Straßenmusik dann bei der Straßenkunst passiert ist, nachdem man gemerkt hat, Sondernutzungssatzung funktioniert nicht, machen wir eine extra Straßenkunstsatzung. Die ist zwar beschissen, aber war mal besser, ist egal, aber es gibt zumindest eine extra Satzung, an der man sich aufhängen und weiterarbeiten kann. Die Sondernutzungssatzung kannst du jetzt nicht verändern, wenn die BRN irgendwie anders wird. Das heißt, es ist eine eigene Satzung neben der Sondernutzungssatzung, die BRN-Satzung, die ja dann diese auch ablöst. Es ist ja nicht mehr Aufwand, sondern das, was das ersetzt. Ist deswegen unheimlich sinnvoll und auch notwendig. Weil sonst gibt es immer wieder Querelen. Im Amt wechselt mal was, da ist der Ansprechpartner weg. Dann funktioniert irgendwas nicht. Deswegen, ja, unbedingt eine eigene BRN-Satzung. Oder es gibt noch eine ganz andere Lösung, aber mit der ist bisher keiner um die Ecke gekommen. Gut, dann sind jetzt die Freien Bürgerkammern nicht noch jemand mit dem Kopf schmeißt. Die Idee mit der Satzung finde ich auch gut. Ich denke auch, dass die BRN auf einem guten Weg ist. Also ich kenne die BRN ja auch noch, bin ja hier aufgewachsen, wie sie früher war. Mittlerweile war es dann oft so, dass man eher an die Ränder musste der BRN, um dieses Feeling wieder zu haben, dass es tatsächlich von Anwohnern gemacht wurde und eben nicht irgendwie von Großveranstaltern. Deswegen denke ich, dass so ein Rahmen, den man sich gibt, vielleicht auch sozusagen dem widerspiegelt, was die BRN ist, die mal gesagt hat, wir sind hier unabhängiges Viertel und wir geben uns halt dafür eine Satzung, eine gute Idee ist. Und genau, das Inselkonzept ist tatsächlich auch ein Punkt, wie man das wieder mehr in Bürgerhand bringen kann. Gut, dann geht's weiter mit den Freien Demokraten. Ich bin BRN-Fan, ich bin Fan der Insellösung und ich bin Fan davon, dass es sozusagen hier dezentral von den Anwohnern, also von uns sozusagen hier organisiert wird. Und ich bin da auf jeden Fall auch dafür da,
dass man die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und der Organisation auf jeden Fall verbessern muss. Und ich biete hiermit offiziell an, ein Statement von der Agentur Zastro einzuholen, dass diese kein Interesse daran haben, die BRN auszurichten. Ihr dürft mir gerne auf Facebook entsprechend folgen. Also ich finde, wenn man sich die Geschichte der BRN der letzten 20, 25 Jahre anschaut, sind wir auf einem Punkt, der total gut ist. Und da finde ich auch das Urteil zur Stadtverwaltung, dass sie die BRN stiefmütterlich behandelt, ein wenig zu hart, weil Verwaltungen ganz anders ticken als Stadtteilfeste und die Leute, die sie ausrichten. Und im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren ist das, glaube ich, eine Riesenleistung, die hier aus der Neustadt heraus erbracht worden ist, der Verwaltung klarzumachen, was ist das eigentlich, was hier stattfindet und was wir hier wollen. Stichwort Inselkonzept, Stichwort Zusammenarbeit. Ich glaube, dass so eine Satzung vor allem auch der Verwaltung helfen kann, was zu haben, wie der Jan sagte, woran man sich festhalten kann, weil das brauchen Verwaltungen und das sind zurzeit ungeeignete rechtliche Instrumente. Insofern, BRN ist auf einem, finde ich, sehr guten Weg. Gut, und als letztes die Partei. Ich bin dafür, dass Zastro und Zastro das Ganze organisiert, bis die Satzung da ist, die es ermöglicht, dass die Einwohner keine Anträge mehr stellen müssen. So, dann gehen wir zur vierten Frage und wir bleiben bei der Kultur. Die Neustadt lebt nicht nur mit der freien Kulturszene, sie beherbergt auch einen großen. Okay, Neustadt lebt nicht nur von der freien Kulturszene, sie beherbergt auch einen großen Teil davon. Die freie Szene braucht jedoch Platz und Mittel, um sich entfalten zu können. Wie steht ihr zum Erhalt und der Förderung der freien Szene in Dresden, Christdemokraten? Die Sache ist, was die freie Szene angeht, der Name sagt das schon, freie Szene, wollen wir uns so gesehen nicht spezifischer einmischen. Das ist die Hauptposition. Alles, was Kultur ist, alles, was gefördert werden kann, gerne. Aber in ein Thema, wo die Räume, ein Verein seine Räume verliert, weil der Vermieter mehr Miete haben will oder ähnliches ist, das ist ein Bereich, da sehen wir auch nicht, wie wir uns einbringen können. Wenn man das jetzt bei der Sabotage sieht oder beim OKA, das sind halt Räume, da gibt es jetzt auch durch das Stadtbudget die Möglichkeiten, da entsprechend Projekte zu fördern. Wenn ich die ersten Beschlüsse sehe, da waren ja auch entsprechend viele Beschlüsse in diese Richtung, dass man wirklich guckt, kleine Projekte zu fördern und wenn die sich weitertragen, guckt man weiter. Dankeschön. Aber jetzt habe ich es auch noch auf den Punkt reduziert. Also dass man wirklich schaut, was sind interessante Projekte. Jetzt wurde es ja auch beim Montagscafé entsprechend mal geschaut, dass man dort diese Veranstaltung unterstützt und wenn es dadurch was gibt, wenn es vernünftige Projekte gibt, auf die man sich im Stadtbezirk gerade einigen kann, ich meine, wir als CDU haben ja sowieso relativ wenig zu sagen, noch, gucken wir mal weiter, dann ist man natürlich immer gerne dabei und wie gesagt, auch die kleine Decken- und Clubszene, da gibt es in Dresden sehr, sehr viele Leute, auch in der Akustikszene weiter, die man unterstützen kann und sollte und wahrscheinlich auch sehr, sehr gerne möchte, um da weiter was voranzutreiben. So, okay, dann geht es weiter mit den freien Bürger. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall die freie Szene auch unterstützen. Also ich kenne das selbst von Freunden, die zum Beispiel in einer Band spielen und tatsächlich mittlerweile Probleme haben mit Proberäumen, die ordentlich zu finden, die teurer sind als ihre Wohnung, wo sie sich dann zu viert reinteilen und die nicht in einem wirklich guten Zustand sind. Und ich denke, wir müssen da Platz schaffen für die, weil gerade so eine freie Szene ist was sehr Kreatives, was auch nach vorne bringt und was eine Stadt auch ausmacht. Also es kann nicht sein, dass wir bloß jetzt auf Hochkultur gehen, sondern es ist wichtig, dass wir jeden hier unterstützen. Und in dem Zusammenhang plädiere ich zum Beispiel auch dafür, dass wir sowas wie Open Spaces zum Beispiel, dass wir leerstehende Gebäude hier zur Verfügung stellen für Künstler, dass sie da zeitweise zumindest Platz haben, um ja, kreativ zu arbeiten. Und dann die SPD.
Bei der freien Szene, was die Unterstützung angeht, gibt es, glaube ich, zwei wesentliche Punkte. Das eine ist tatsächlich, was angesprochen worden ist, Geld, finanzielle Förderung. Hat er gesagt, ich bin im Landtag, da haben wir im Land die Kulturraumordnung erhöht und die Förderung der freien Szene gestärkt. Wir haben auch im Stadtrat bei den letzten Haushaltsberatungen da ein bisschen was draufgelegt, das Mary-Wickman-Haus erhalten und ähnliches. Der zweite Punkt, der fast noch wichtiger ist, wir haben auch eine Menge freie Szene, die Fördermittel nicht hat oder gar nicht will, sondern da geht es vor allem tatsächlich um Freiräume und das ist unser großes Problem, gerade hier in der Neustadt. Wir sind dicht besiedelt, es wurde inzwischen so gut wie alles saniert. Da braucht es, glaube ich, eine Stadtverwaltung, die nochmal einen genaueren Blick drauf hat, welche Brachen haben wir denn noch und wie können wir die für gemeinnützige Punkte zur Verfügung stellen. Da ist unsere Vorstellung, dass wir einen solchen Brachenmanager im Stadtplanungsamt einrichten, damit der solche Unterstützung geben kann. Okay, Punktlandung und dann geht es weiter mit der Grünen. Uns Grünen ist es natürlich sehr wichtig, die freie Szene zu stärken stadtweit. Wir haben vor allem die Tanzszene versucht auch sehr zu stärken, einen Kulturtopf eingerichtet, womit kurzfristig auch kleinere Projekte möglich werden. In der Neustadt halten wir langfristig an dem Ziel fest, dass der jetzige K9-Standort auch ein Kreativzentrum werden kann, so wie es ursprünglich mal der Beschluss des Stadtrates war. Wir wollen auf jeden Fall die Sperrstunde abschaffen. Dazu läuft auch eine Petition, die zahlreich unterstützt wird. Wir haben einen aktuellen Antrag dazu im Stadtrat laufen, der auf der nächsten Sitzung steht. Wir möchten aber auch darüber reden, welche Freiräume in der Neustadt in Zukunft gewollt sind. Und wir schlagen deswegen vor, dass es ein Dialogformat gibt, was ist in der Neustadt unter Freiräumen gemeint und wie können wir die unterstützen. Und dann geht es weiter mit der Partei Die Partei. Ich finde das schade, dass die AfD nicht da ist, gerade bei der Frage. Jens Meyer fragt, wann gibt es den ersten Toten und deswegen möchten wir unsere Zeit nutzen, um zwei Schweigeminuten für den umgekippten AfD-Stadt. Nicht lachen, das war mein Ernst. Dazu werde ich nicht schweigen. Das halte ich wirklich nicht für richtig, sondern gegen die AfD muss man aktiv auftreten, mit guten Argumenten und andere Konzepte bieten. Also ich nutze jetzt gerne, vielleicht auch mit anderen Publikum, diese Rest 2 Minuten, um hier was dazu zu sagen. Also den Rechtspopulisten muss man aktiv entgegentreten. So aktiv wie ja, auch so recht gut aus. Ich finde die Aktion trotzdem toll, weil es genau das aussah. Wir haben hier leider nicht. Dann die Wünsche mir den Raum. Ich bin jetzt mit der Situation auch wenig überfordert. Einfach durchlaufen. Ich verstehe aber auch. Bescheid sagen, wenn das vorbei ist, ob es dann noch keine Steine gibt. Nee, das ist ja. Man könnte ja an der CDU die Frage stellen, ob sie denn wieder AfD zusammenarbeitet. Dazu haben wir ein ganz klares Statement. Dafür haben wir ein ganz klares Statement auf Bundes-, Landes- und Stadtebene abgegeben. Nein, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wir sind nicht bereit, mit ihnen zu koalieren. Und wir sind immer bereit, mit ihnen und besonders hier. Ich glaube gar nicht, wenn der Ketschmann an die Wahl verloren hat, was dann passiert? Dann kommt der Rösler und dann macht er das. Sagen. Ja, ich will jetzt so. Ja, es passt alles in Ordnung, aber kurz eine große Diskussion. Jetzt ist so langsam die. Die beste Power zu schweigen, Minute ever. Oh, so. Genau, dann. Wieder zurück zur freien Szene, die FDP. Ja, also ich spreche mal mein Schweigen. Ja, ganz schlimm. Aber man kann auch die Ohren zuhalten. Kulturförderung, ja, ist uns sehr wichtig. Wir haben in unserem Wahlprogramm auch die Aufstockung der Kulturgelder, die wir vorrangig auch für die freie Projekt, also für die freie Szene oder beziehungsweise für die Projektförderung einsetzen wollen, um gerade so jungen Künstlern sozusagen mal über Projekte sozusagen auch unsere Anschubsfinanzierung zu ermöglichen, weil das meiste Geld ja in der institutionellen Kulturförderung steckt. Abschaffung der Sperrstunde, da sind wir voll mit dabei. Und Open Space-Lösungen für Künstler, da steht bei unserem Marktprogramm in der Top. Dann die Linke.
Ja, also wenn Dresden zwei Sachen ist, dann ist es eine Stadt am Fluss, wie ich festgestellt habe, als ich herzog, und ich glaube eine Kulturstadt. Das ist so eine Vision, die möglicherweise viele teilen können. Deswegen ist Kulturpolitik für uns natürlich besonders wichtig. Wir stellen auch die aktuelle Kulturbürgermeisterin. Ich selber komme ja aus der freien Szene und wir haben zum Beispiel die Frage, warum in der freien Szene keine Tariflöhne gezahlt werden können, wo das zum Beispiel in der Jugendhilfe vollkommen selbstverständlich ist. Also wir sind für Kultur fair finanzieren und wollen deswegen auch, sobald es möglich ist, da eine ordentliche Aufstockung, damit die, die das Geld von der Kommune kriegen für ihre Arbeit, auch ihre Angestellten zumindest tarifähnlich bezahlen können. Das Zweite ist, dass wir für diesen ganzen Komplex freie Szene sogar eine eigene Stelle fordern im Kulturamt für die freie Szene. Und ich ziehe meine Zeit, das muss ich jetzt, weil ich will ja auch im Kulturausschuss später mal. Ich selber habe auch noch einen Fokus auf die interkulturelle Arbeit. Ich arbeite für ein Afropa. Das muss in der Stadt auch deutlich nochmal gestärkt werden. Da geht es auch vielfach gar nicht so sehr um die finanziellen Ströme, sondern geht es auch um Anerkennung. Das sage ich auch für die Clubkultur. Wir wollen einen Nachtbürgermeister einführen, der das moderiert oder da zur Verfügung steht, um diese ganze Nachtökonomie und auch diese Thematik Lautstärke sozusagen irgendwie im Griff kriegt. Also die Linke ist für eine sinnvolle und auch die sozio- und freie Szene-Kultur beachtende Kulturpolitik. Und ich glaube, das ist auch unsere große Stärke. Dann die Piraten. Eine Sekunde. Also ich kann mich den Albrecht nicht anschließen. Die freie Szene heißt nicht deswegen frei, weil sie frei irgendwie sich selbst finanzieren soll. Das geht gar nicht. Die Kulturförderung ist immer staatliche Aufgabe, ansonsten wird es Mäzenatentum und das führt zur singulären Förderung, die nicht gut ist und nicht schön ist. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Räumlichkeit und die Räumlichsituation, die in Neustadt relativ knapp ist, und dazu zählt ja nicht nur die äußere Neustadt, auch das Industriegelände bietet eigentlich viele Möglichkeiten, unsere Proberäume und Ateliers reinzubringen. Aber wenn das halt in privater Hand bleibt, wird das immer schwierig. Da kann die Stadt durchaus mal vorpreschen und ihr Vorkaufsrecht zum Beispiel wahrnehmen. Andererseits waren natürlich jahrelang die Töpfe auch relativ leer, weil sie von CDU und FDP nicht gefüllt wurden. Das ist in den letzten 5 Jahren unter Rot-Rot und Orange Gott sei Dank um einiges anders geworden. Wir haben schöne, viele neue Förderungsmöglichkeiten bekommen. Und was die äußere Neustadt betrifft, brauchen wir Kulturschutzgebiete, damit die Clubs sich nach und nach zumachen. Okay, dann geht's weiter mit der nächsten Frage. Wir wechseln das Gebiet. Die Mieten steigen überall. Verschiedene Kommunen wie Berlin versuchen durch Mietpreisbremsen und andere Methoden den Anstieg der Mieten und dadurch auch die Verdrängung der angestammten MieterInnen zu verhindern. Wie stellt ihr euch die Neustadt in einigen Jahren vor, wenn ihr an Verdichtung, Verdrängung und an die steigenden Mieten denkt? Die Partei. Ja, also gegen steigende Mietpreise helfen sinkende Ansprüche. Nicht umsonst haben wir jetzt auf der Bonobia-Demo geworben, mit Sozialwohnungen brauchen keine Fenster. Das kann dann natürlich so weit gehen, dass Vermieter ihre Wohnungen gar nicht mehr losbekommen, außer sie mauern die Fenster zu. Weiter geht's mit den freien Bürgern. Wie ich mir die Neustadt vorstelle, ich hoffe, dass sie nicht weiter zum Luxusgebiet wird und nur noch Wohngebiet und diesen Charme des Szeneviertels verliert. Ich denke, dass wir für die Neustadt oder auch für andere Stadtteile eventuell eine Milieuschutzordnung brauchen, damit wir Investoren nicht mehr Luxus sanieren können oder beliebig Wohnungen verkleinern, vergrößern, sondern dass die Struktur hier im Stadtgebiet bleibt und damit auch der Wohlfühlfaktor in so einem Stadtteil da bleibt, weil ich denke, das ist sehr wichtig. Und zweitens denke ich, dass wenn wir, dass wenn wir jetzt Investoren oder wenn Leute Wohnungen bauen hier, dass wir sie durchaus dazu verpflichten sollten, dass wir dort 20% bezahlbaren Wohnraum drin haben. Ich mag den Begriff Sozialwohnungen nicht wirklich, weil wenn 100.000 Leute in Dresden Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, dann ist das jetzt keine Sozialleistung mehr, sondern das ist etwas, was tatsächlich jeder hier braucht, um zu leben, um diese Stadt lebenswichtig zu machen. Genau, das ist...
mein Standpunkt dazu. Okay, kannst du die blaue Platte wie auf Fußballen oder zumindest weit weg von dir schmeißen? Genau. Vielen Dank. So, dann kommt nach Ihnen die SPD dran. Ja, unser Konzept, nicht nur für die Neustadt, sondern insgesamt für die Stadt, lässt sich eigentlich mit den drei Schlagworten Bauen, Kaufen, Deckeln ganz gut zusammenfassen. Wir wollen zum einen 2500 Wohnungen mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, der WID, in den nächsten 5 Jahren bauen. Wir wollen aber auch, wenn private Investoren bauen, sie dazu verpflichten, dass 30% dieser Wohnungen für bezahlbares Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Bezahlbar heißt für uns maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter netto Kaltmiete. Das ist genau der Preis, der maximal für Menschen im Sozialleistungsbezug vom Amt übernommen wird. Ich nehme dann auch schon mal die Zeitkarte. Der zweite Punkt kaufen bedeutet, wir wollen eine aktive Grundstückspolitik machen. Die Stadt muss Grundstücke kaufen von privaten Investoren, egal ob bebaute oder unbebaute, damit wir wieder Platz in dieser Stadt haben, vor allem für den Wohnraum, aber auch für Kitas, für Schulen, für Parks und andere Kleinbedarfsflächen. Und der dritte Punkt, Deckeln, heißt für uns, wir müssen nicht bloß neuen Wohnraum schaffen, sondern wir müssen auch die aktuelle Mietpreisentwicklung im Blick behalten und gucken, dass wir die begrenzen. Dafür gibt es mehrere Varianten, manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter. Die Mietpreisbremse gehört eigentlich inzwischen zum guten Ton, auch wenn das CDU-geführte Innenministerium sich immer noch nicht dazu durchringen konnte, sie für Dresden einzusetzen, obwohl wir schon mehrfach den Antrag gestellt haben. Eigentlich schwebt uns aber vor, und das macht die Berliner SPD gerade mit einem eigenen Antrag sehr gut für Berlin vor, auf Landesebene ein Gesetz zu beschließen, was für Dresden und Leipzig die Mietpreise für 5 Jahre lang einfriert und eben gar keine Mietpreissteigerungen mehr erlaubt, bis sich der Wohnungsmarkt eben tatsächlich wieder entspannt hat. Das Jahr ist noch nicht geklappt. So, nach der SPD kommt die FDP dran und die FDP dran. Vielen Dank. Das erste Motto zu dem Thema ist Bauland in Bürgerhand. Wir wollen sozusagen wieder mehr Bauland ausweisen und das sozusagen auch den Bürgern, die bauen wollen, sozusagen zur Verfügung stellen. Das entspannt dann auf der nächsten Seite, nämlich den Mietwohnungsmarkt. Das nächste Konzept ist Verkürzung der Genehmigungszeiten. Sozusagen nicht immer den Investor als Feind darstellen, sondern den Investor proaktiv in sein Genehmigungsverfahren. Und das dritte Konzept ist an sich bauen, bauen, bauen und gerne eben halt auch mit entsprechenden mietpreisgedämpften Anteilen am Wohnungsmix. So, dann haben wir eine Frage von der SPD. Ja, mich würde interessieren, wo das Bauland ausgewiesen werden soll, das Neue. Erlaubt das Beste. Naja, an Stadträndern gibt es ja schon noch. Beide. Ich könnte vorne links überlassen. Dann haben wir die Partei. Nein, die Piraten so. Das ist ja auch Piratenpartei. Also, konkret für die Neustadt, Milieuschutzsatzung, wurde schon gesagt, einführen. Dann, die Piraten haben schon ihr Wahlprogramm zum Teil im letzten Sommer aufgeschrieben. Bei uns heißt es partizipatives Baulandmodell. Hier heißt es jetzt ganz aktuell kooperatives Baulandmodell. Das bedeutet, dass also, wenn Investoren kommen, dass sie auch für sozialen Wohnraum, aber auch, wenn es denn passt, für die sogenannte Wohnraum-Umfeldentwicklungsfolgebebauung oder so aufkommen. Also wenn irgendwo 400 Wohnungen ja hinkommen, brauche ich ja eine Haltestelle, brauche ich eine Kita, brauche ich einen Spielplatz, brauche ich alles Mögliche, eine Halfpipe zum Beispiel oder einen öffentlichen Pizzabackofen zum Beispiel. Das kann man dann darüber finanzieren. Das kann mit Investoren sogar wirklich viel schneller gehen, wenn man nur mit denen normal redet. Man muss die nicht machen lassen, was okay. Sie wollen. Mikrowellen für alle. Dann geht es weiter mit der Linken. Ja, die Frage ist ja ganz klar, wem gehört die Stadt oder in dem Fall, wem gehört das Viertel? Und das ist ganz klar den Leuten, die hier wohnen. Und da müssen wir eben auch gucken, dass es wirklich für alle gilt. Das heißt, nicht nur für die, die es sich leisten können. Die Milieuschutzsatzung wurde schon angesprochen, damit wir überhöhte Mietpreise verhindern können.
Ansonsten wollen wir alternative Wohnformen stärken, das heißt, dass auch Jung und Alt zusammenwohnen zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, Berlin hat es vorgemacht und ich komme aus der Linksjugend und unsere Forderungen sind vielleicht manchmal noch ein bisschen radikaler als das, was die Partei möchte. Wir haben hier so tolle Aufkleber, da steht Vonovia und Co. enteignen und damit gebe ich weiter. An die CDU. Eine Nachfrage, sorry, ich bleibe. Eine Nachfrage. Wo schafft denn das neue Wohnungen, wenn wir Sachen enteignen? Das schafft nicht direkt neuen Wohnraum, aber die Stadt kann sozusagen den Wohnraum besser verteilen und es machen nicht die Investoren und die großen Unternehmen. Dann verteilt sind dann drüber. Ja, dann keine Zuschauer. Ich muss sagen, wir haben definitiv die radikaleren Ideen, weil ich will die Vonovia noch mal verkaufen. Ja. aber jetzt ist die CDU. Also das Thema Wohnraum und die Lösung des Wohnungsproblems ist extrem kompliziert und intern. Unsere Hauptlinie ist bauen, 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 bauen und bauen. Ob das dann Raum für alternative Wohnkonzepte ist oder anderes oder für Einzelbürger, das ist uns egal. Die Sache ist, es fehlen 40.000 Wohneinheiten in dieser Stadt. Das sind 2.400 in den nächsten 4 Jahren ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die Stadt selbst kann dieses Geld nicht aufbringen. Wir müssen Investoren in diese Stadt holen. Und wir müssen auch andere Dinge auf Gesamtstadtebene betrachten. Bauen wir ein sekundäres Zentrum am Stadtrand, am Stadtrand, bauen wir den ÖPNV in die umliegenden Orte aus, bauen wir den und so weiter und so fort. Und wenn die Neustadt sehen gehört, die hier wohnen, wäre glaube ich ein Großteil nicht hier. Ich glaube, wir nehmen direkt nur in der Neustadt. So, dann geht es weiter mit der Grünen. Gebaut, gebaut, gebaut wird auf jeden Fall schon, auch in den letzten Jahren. Die Frage ist was. Deswegen sind wir froh, dass wir jetzt eine neue städtische Wohnungsgesellschaft gegründet haben und auch wieder selbst bauen als Stadt. Und vor allem den Investoren im Privaten bis zu 30% mietpreisgebundenen Wohnraum auferlegen, also ein Stück weit sozialen Wohnraum damit schaffen. Aber wenn man sich die Neustadt anguckt, ist sie natürlich schon sehr dicht bebaut und es gibt nicht mehr so viel Platz. Deswegen ist für uns Grüne ganz wichtig auch das Globus-Areal. Wir kämpfen seit Jahren dagegen, sagen auch jetzt, wo ein Ausweichstandort erstmals in greifbarer Nähe ist, wir haben eine riesige Chance auf diesem Areal. Wir können gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung betreiben, ein großes, modernes Quartier statt dort denken und vielleicht auch mal neue Dinge in Dresden ausprobieren, zum Beispiel Standorte für Tiny Houses, für kleines ökologisches Wohnen, Urban Gardening und halt auch neue Räume für kreative und für sozialen Wohnraum. Kommen wir zur sechsten Frage. Die äußere Neustadt ist als Partyviertel beliebt. Gerade in den Sommermonaten strömen Hunderte von Menschen hier in die Neustadt und besuchen diese. Wo viele Menschen sind, entsteht viel Müll, viel Lärm, soziale Spannung. Zurzeit wird alles auf einen Teil, zurzeit wird vor allem auf teils willkürliche Kontrollen oder Polizeipräsenz gesetzt. Welche Möglichkeiten zieht ihr in Betracht, um die Situation von Partymenschen angenehmer zu gestalten? Wir fangen an mit der Grünen. Ja, die Situation der, muss man nachfragen, die Situation der Partymenschen angenehm, der Anwohner, oder? Eiernden, also ja, der okay. Die Neustadt kommen will. So, der Versuch. Ich hätte eigentlich die Zeit auch lassen können, aber ja. Also ich glaube, den Feiernden geht es in der Neustadt gut, deswegen kommen die hierher. Wir haben hier eine dichte Clubszene, wir haben eine dichte Gaststätten-Szene. Also ich glaube, was wir tatsächlich erreichen müssen, ist, dass man unter den Feiern auch ein Stückchen die nahebringt, dass es nicht nur ein Produkt zum Feiern ist, sondern auch eins zum Leben. Und ich wohne hier, weil ich hier wohnortnah feiern kann, weil ich auf die Straße gehen kann, abends immer noch und trotzdem Freunde finde, weil man hier gemeinsam miteinander lebt, weil das ein tolerantes Viertel ist. Und dafür stehen auch wir Grünen. Und was die Polizeipräsenz betrifft, ich denke auch das an dieser Stelle ist immer so ein kooperatives Ding und natürlich braucht man an einigen Stellen auch die Polizei, aber natürlich darf die keine Polizeigewalt auch, also einseitig ausüben. Es darf
nicht zum Überwachungsstaat werden, auch an dieser Stelle, weil es geht um uns Menschen, wie auch immer wir den Stadtraum begreifen und beleben. So, dann die CDU. Ich wollte lieber hier, weil ich es noch nicht mehr leisten kann. Ja. Die CDU? Ich finde, Alkohol, Leggings und Boomboxen sollten nur unter Kontrolle verkauft werden. Danke. Ja, aber prinzipiell, wenn man entsprechend, also weil es einfach stört. Viele. ich kriege das jetzt mit seit längerer Zeit, dass man wirklich die Luisenstraße, wenn du da lang gehst, dann sind die sehr, sehr motiviert, wollen ihre Stimme nochmal testen, wollen mal gucken, okay, das Bier, das geht bestimmt kaputt, wenn es gegen die Wand schmeißt. Das ist nicht geil, wenn man da wohnt, vor allem nicht, wenn das irgendwie nachts zwischen 1 und 5 Uhr passiert. Deshalb wäre ich da schon für ein bisschen, sagen wir mal, ein härteres Kontrollwesen und auch ein freundliches darauf hinweisen der Polizei, weil das einfach, glaube ich, eine Autorität ist, die da was bringt. Da bringen auch die schönen Geister nichts, die jetzt im Stadtbezirksbeirat geschlossen wurden. Also, dass man da schon ein bisschen guckt, natürlich sollen die Leute Spaß haben, aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht benehmen sollen. Weiter geht es mit der SPD. Du musst auch Zeit zum Klatschen lassen. Also ich finde ja eigentlich die Neustadt deswegen so cool, weil normalerweise die Bürgerschaft hier im Viertel die Probleme, die man so hat, oder die Auseinandersetzungen, die man so hat, selbst regelt, selbst auf die Leute zugeht, die Straßenbahn streicheln, weil wir es alle nicht cool finden, wenn die 13 vor unserer Haustür eben nicht mehr fährt, selbst auch aktiv wird, auch beispielsweise beim Thema Scheunevorplatz tatsächlich da eine zivilgesellschaftliche Besetzung dieses Platzes beispielsweise stattfindet, um eben andere Phänomene tatsächlich ein Stück weit zu verdrängen. Ich glaube tatsächlich, dass es den Menschen, die zum Party machen, hierher kommen, relativ gut geht, was man für sie vielleicht noch machen könnte, und da steht auch die SPD dafür, ist tatsächlich die Sperrstunde aufheben als ein völlig inzwischen sinnlos gewordenes Instrument. Aber natürlich an den Stellen, wo sozusagen das eigenverantwortliche Lösen von Konfliktsituationen nicht mehr funktioniert, muss die Polizei dann schnell da sein. Sie muss nicht unbedingt die ganze Zeit schon auf dem Platz stehen, aber sie muss schnell da sein, wenn sie gebraucht wird. Genau. Dann geht es weiter mit den Freien. Ich kann mich da dem Vorredner mehr oder weniger bloß anschließen. Also ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die hierher kommen, denen geht es, glaube ich, ganz gut. Die kommen hier zum Feiern. Das ist auch ein Partyviertel und ich denke auch jeder, der hierher zieht, sollte sich auch bewusst sein, dass er jetzt nicht in ein reines Wohnviertel zieht, sondern tatsächlich in ein Viertel mit Nachtleben. Ich glaube, dass wir natürlich eine Polizei brauchen, die auch schnell vor Ort ist, dass es aber natürlich nicht extensiv werden darf. Und ja, im Endeffekt die Sperrstunde, klar, das wäre was wahrscheinlich, was man die, für die Leute, die Feiernden abschaffen kann. Und ich glaube auch, dass sie sich längst überholt hat. Und dass sie in der Form überhaupt keinen Sinn mehr macht hier für die Neustadt und hier auch nicht hinpasst. Dann geht es weiter mit den Jörg. Also Angebote statt Verbote ist ja eins der großen Piratenmantren. Und immer wenn man ein Verbot ausspricht, dann ist meistens das Problem einfach nur woanders oder es wird noch schlimmer. In den Zeiten der sogenannten Neustadtprohibition, also wo im Spätshop auch um 10 nichts mehr verkauft werden durfte, ist es ja dann so, wir haben ja alle gesehen, dann fahren plötzlich die Schüler, die Kinder fahren gleich mit Bierkästen beladen, gleich mit einer Wodkaflasche rein in der Straßenbahn zum Alarmpark. Was hilft das? Ja? Und wenn man dann schon mal da ist oder wenn man von obskuren Quellen sein Bier kaufen muss, dann ist da auch manchmal irgendwie ein anderer Markt, den man ja vielleicht gar nicht haben will. Das heißt, unser Kampf der Neustadt-Piraten gegen die Neustadt-Prohibition, wir hatten ja auch diese tollen Aufkleber, ist ein voller Erfolg und ich freue mich darüber sehr. Die zweite Sache ist, die jetzt natürlich kommt oder kommen kann oder kommen wird, ist, es wird Repression, Gesichtserkennung, gefährliche Orte, Polizeidurchsuchungen und so weiter geben, weil unsere liebe sächsische Landesregierung das neue Polizeigesetz beschlossen hat. So, und das ist etwas, dagegen haben die Piraten mit erfolglos gekämpft, aber der Kampf geht weiter. Das heißt also, wenn jetzt die Maßnahmen hier sichtbar werden, werden wir versuchen, das gesellschaftliche Engagement, den Protest, den konstruktiven das Aufstehen dagegen auf die Straße zu bringen und dann halt sozusagen die Welt wieder ein bisschen von Verboten zu befreien. Ansonsten ist die Neustadt halt frei und ich lebe sehr gerne frei darin und so soll es bleiben. Gut, dann kommen wir somit zur Linken.
Ja, das, die Neustadt für alle, das wurde ja schon von uns gesagt. Und das muss also nebeneinander und miteinander bleiben. Und das muss gestaltet werden. Das kann man nicht sich selbst überlassen. Deswegen denke ich schon, dass sowas wie freiwilligen Initiativen, die sich um den Alarmpark kümmern, gestützt oder auch initiiert werden müssen. Wir haben die Sache mit dem Kulturbürger, Quatsch, mit dem Nachtbürgermeister bei uns im Programm drinstehen. Da haben andere Großstädte gute Erfahrungen gemacht, wo es solche Konfliktlagen gibt. Und wir haben neulich auch die Vision entwickelt, dass wir irgendwann, vielleicht 2025, das erste Viertel sein wollen, wo die To-Go-Verpackungskatastrophe sozusagen bis auf null reduziert werden kann. Also wir wollen diese ganze Mitnahmekultur ein bisschen bearbeiten, dass es zumindest, soweit es geht, ökologisch ist. Dazu gehört auch eine Kampagne, seine Kippen nicht einfach auf die Straße zu schnipsen, die sind nämlich auch nicht gerade ungefährlich. Dann kommt jetzt die Partei. Ich muss nochmal fragen, wie war die Frage? Welche Möglichkeiten sind Ihr in Betracht, um die Situation der Partymenschen angenehmer zu gestalten? Ah, ich bin so um die Partymenschen. Okay. Eine Zeit lauter. Um die Partymenschen angenehmer zu machen, okay. Nochmal wiederholen. Nee. Ich sehe keine Möglichkeiten, die Partymenschen angenehmer zu machen. Das ist das die Sache von der AfD. Die FD. Nein. Die Freien Demokraten. Genau. Ja, wir begrüßen das, dass die Äußere Neustadt ein Kultur- und Szeneviertel ist. Niemand wird das, will das hier in Abrede stellen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dennoch ist es klar, die Äußere Neustadt ist auch ein Wohnviertel. Natürlich wäre es am liebsten, es bräuchte keine Polizeipräsenz. Daher ist es, kann ich auch nur meinen Vorredner nicht anschließen. Muss man halt schauen, dass es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander gibt. Und vielleicht diese angestoßenen Initiativen des Stadtbezirksbeirats, die ich auch immer unterstützt habe, die sind halt ein Beitrag dazu und sind auch ein Teil des, des Puzzles, um sozusagen die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass hier noch ein paar Leute abends auch noch schlafen gehen wollen. Der eine oder andere möchte das ja mal. So, dann jetzt die Abschlussfrage. Es tut mir ein bisschen leid, wenn Leute noch Karten auf der Hand haben. Das war wirklich cool mit einem Stein. ihr formuliert bitte in drei Worten, was ihr, wie ihr euch die Neustadt wünscht. Also, ist drei Worte wirklich gemeint? Ja. Also jeder kann sagen. Formuliert bitte in drei Worten, wie ihr euch die Neustadt wünscht. So, ich kann vielleicht noch eine Sekunde über nachdenken. Wir geben räumlichen links nach rechts. Ja? Also nicht bevor ihr es politisch ausklamüsern müsst, wer jetzt linker oder rechter ist. Jeder oder jede Partei? Jeder. Mann ist Jürgen Rosch. Lebendig, international, offen. Mehr Freiräume? Neue Orte? Und nicht mal das klar. Kinderfreundlich, bunt und vor allen Dingen so lebendig, nachhaltig, vielfältig, solidarisch. Inklusiv, lebendig, demokratisch. Bunte Republik Neustadt. Leben statt Parken. Dann nehme ich Parken statt Leben. Also ich hätte es mit der FDP gesagt, bauen, bauen, bauen. Und frei lebenswert. Ich habe es nicht verstanden. Bunt, frei, lebenswert. Kann man machen, oder? Frei, gelb, liberal.
So wie jetzt. Nicht schwarz-blau. Ja. So, dann vielen Dank an euch fürs Mitmachen und vielen Dank ans Zuschauen. Nun gibt es die Möglichkeit, bei Bier und Wein im vorderen Bereich das ein oder andere Thema vielleicht zu vertiefen und mit den Kandidierenden hier ins Gespräch zu kommen. Ja, ich wünsche euch einfach noch einen schönen Abend und gute Gespräche. Ja, vielen Dank. Thank you.